Ja, hallo ihr Lieben, heute geht's mal um das Thema in die Liebe kommen. Setz dich aufrecht hin in deine Meditationsposition. Atme 7-mal durch die Nase ein und den Mund aus, ganz in deinem Rhythmus. Du bist dabei zur Ruhe gekommen, hast die Augen geschlossen. Und mach dir klar, dass Liebe jetzt nicht irgendwas ist, was so automatisch von außen kommt oder von innen kommt, sondern was ja fast eigentlich immer da ist. Aber ja, wir nehmen das halt nicht wahr so richtig aufgrund dieser Trennung und dem Ego. Und ich möchte einfach, dass du dir einfach mal versuchst, jetzt vorzustellen, auch so in die Zukunft gerichtet, wie du allumfassend geliebt wirst. Mach dir aber jetzt mal gar keine Gedanken von wem und wie und ob das Selbstliebe ist oder Fremdliebe. Ja, sondern versuch dich einfach dir vorzustellen, wie du an einem zukünftigen Tag ja morgens aufwachst oder was auch immer du machst und du wahrnimmst, dass du dich vollkommen geliebt fühlst. Tu mal so, als ob. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn sich jemand, deine beste Freundin, dein bester Freund verliebt hat, du eigentlich gar nichts damit zu tun hast, aber du so wie angesteckt wirst von diesem Gefühl. Spür dieses Gefühl richtig in deinem Körper, dieses, wo auch immer du das genau spürst, dieses warme Gefühl in der Brust, dieses gute Gefühl. Nimm es mal ganz genau wahr, wie sich dieses Gefühl, ich werde total geliebt,
Und wie gesagt, mach dir keinen Gedanken darüber, von wem, wie du das in dir spürst. Abgelenkt wirst oder so, kein Problem. Akzeptiere einfach kurz diese Ablenkung und dann kehr wieder zurück. Sieh, wie du vielleicht morgens in deinem Bett aufwachst. Die Sonne scheint zum Fenster rein. Das warme Gefühl totalen Angenommenseins breitet sich in dir aus. Vielleicht entsteht jetzt so ein kleiner Schmerzpunkt, dass du denkst, ja, es ist ja nicht jetzt oder ja, wie ist denn das überhaupt? Und da als letzten Schritt stell dir vor oder tu so, als wenn du ganz genau wüsstest, dass das in der Zukunft eintreten wird, wenn es nicht jetzt schon ist. Und versuch das mal so zu glauben, dass du dich quasi darauf freust, schon jetzt, wie du da hinkommen wirst, ohne Zweifel. Ich weiß, es ist schwierig, aber versuch es einfach mal. Freu dich drauf. Anker dieses Gefühl in dir, nimm quasi so einen Schnappschuss auf und bereite dich davor, drauf vor, langsam wieder zurückzukommen. Öffne langsam die Augen. Guck dich ein bisschen im Raum um, bis du wieder ganz hier bist. Reck deine Arme mal so ganz toll nach oben. Reck deine Schultern, bring wieder Leben in deinen Körper. Ich spüre nochmal das gute Gefühl.
und mach diese Übung möglichst an den meisten Tagen oder jeden Tag der kommenden Woche. Und ich wünsche dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend.